Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zum 1. April bei World of Tanks. Wargaming hat sich einmal zum 1. April ein paar witzige Sachen ausgedacht und hat jetzt auch zum Start des Monats quasi die Jubiläumsfeierlichkeiten zum Jahrestag von World of Tanks eingeleitet und die Sachen möchte ich euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Als allererstes natürlich gibt es ein sehr, sehr großes Goldpaket, was, wie soll ich sagen, ich persönlich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Paket ein April-Scherz ist. Es wird im Forum auf jeden Fall heiß diskutiert. Hier oben die URL lässt auch vermuten, Premium Shop April Fools, dass es ein Scherz ist. Allerdings, wenn man in den Premium Shop reinklickt, dann ist das Paket zumindest im ersten Schritt kaufbar. Ich habe den Kaufprozess nicht angestoßen. Vielleicht kommt ja irgendwann hahaha, das war ein April-Scherz, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man dieses Paket für 99 Euro kaufen. Und bekommt dafür, je nachdem wie lange man bei World of Tanks schon registriert ist, unterschiedliche Panzer. Grundsätzlich bekommt jeder, der sich das Paket kauft, 30.500 Gold, was natürlich ziemlich viel ist. Trotzdem umgerechnet ist das jetzt kein mega guter Deal, würde ich sagen. Muss aber einfach jeder für sich selber entscheiden, würde ich sagen. Und je nachdem, wie schon gesagt, wie lange ihr bei World of Tanks dabei seid, bekommt ihr verschiedene Panzer. Also, für die ganz Jungen gibt es den Panzerkampfwagen 2 Ausführung D. Für die, die seit 1. April 2014 dabei sind, gibt es den LTP, ein sehr schöner, wie ich finde, leichter Panzer der Russen auf Stufe 3, glaube ich. Der macht sehr viel Spaß. Da gibt es ja auch schon das ein oder andere Video bei mir auf dem Kanal zu dem Panzer. Wer seit 2013 dabei ist, seit 1. April 2013, bekommt den FCM 36 Pack 40, ein französischer Panzerjäger auf Stufe 3, der mega, mega langsam ist, aber dafür eine wunderbare Sichtweite und auch eine richtig fiese Kanone hat. Also als Camper-TD ist das Teil wirklich gut geeignet. Und wer wirklich schon sehr lange dabei ist, alle, die vor dem 1. April 2013 bei World of Tanks registriert sind, so wie ich zum Beispiel, der bekommt die sogenannte Mikromaus Panzerkampfwagen 38H 735F. Zu diesem Panzer kann ich leider rein gar nichts sagen, denn ich höre da jetzt zugegebenermaßen das erste Mal von diesem Teil. Es sind alles Panzer, wo man sich gut überlegen muss, ob man dafür jetzt so viel Geld ausgeben will. Denn das Paket ist eigentlich nur von Interesse, wenn ihr viel Gold braucht. Ansonsten, ich habe die ersten drei Panzer schon. Ich würde sie auch nicht kriegen. Ich würde halt die Mikromaus kriegen. Aber trotzdem, ich weiß halt nicht, ob das ein April-Scherz ist. Wie gesagt, die URL hier oben lässt es vermuten. Ich weiß es nicht. Ich gebe darauf auf jeden Fall keine Garantie. Wichtig ist, wenn ihr den Panzer haben wollt, nachdem ihr das Paket gekauft habt, müsst ihr eine Runde gespielt haben bis zum 1. Mai. Sonst bekommt ihr diesen Panzer nicht in die Garage gestellt. Und Wargaming gibt auch den Hinweis hier unten, dass es nur ein kleiner Vorgeschmack ist auf weitere Pakete, die wohl kommen werden. Und man soll sich den 12. April frei halten für die Feierlichkeiten. Okay, was gibt's denn noch? Wargaming veröffentlicht auch heute zum 1. April die Patchnotes für 9.15. Und die lesen sich sehr lustig und sehr interessant. Ich habe da jetzt mal drüber geflogen. So die witzigen Veränderungen bei den Fahrzeugen ist zum Beispiel, dass der 110er bekommt eine Polizeisirene. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann quasi als sechster Sinn oder so umgesetzt wird. Wir wissen es nicht. Und der 112er natürlich die entsprechende Feuerwehrsirene. Ah, sehr geil. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, es kommt ein neues Fahrzeug hinzu, denn es gibt einen weiteren japanischen schweren Panzer, den... Oh nein! Schwerer Panzer der Stufe 7, als wenn es nicht schon genug O-Panzer geben würde. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, euch die Patchnotes durchzulesen. Sehr, sehr lustig.
und sehr interessant. Zum 1. April, deutlicher kann man es, glaube ich, nicht betonen. Und des Weiteren gibt es auch ein ernst gemeintes Goldpaket, denn ihr könnt heute bis zum 8. April früh den KV-220 kaufen. Ein schwerer Panzer der Stufe, jetzt haltet mich fest, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Steht das hier, wenn ich auf Kaufen klicke? Stufe 5, schwerer Panzer. Er hat eine super Wanne, der Turm ist relativ weich. Das ganze Paket kostet 29,99 und ihr bekommt 6.500 Gold damit dazu. Auch hier muss jeder für sich selber entscheiden, ob ein Stufe 5 Panzer einem das Geld wert ist. Das Gold selber, wenn man mal mit 2.500 Gold für 10 Euro rechnet, ist es also, kostet der Panzer so schätzungsweise 7-8 Euro. Also wie gesagt, entscheidet selber. Der Panzer ist witzig, aber es ist wie bei jedem Panzer, was Geld kostet, überlegt es euch gut. Und am Ende gibt es auch noch einen witzigen Modus, den ihr ab heute, den 1. April, bis Montagabend bzw. Dienstag früh in der Nacht spielen könnt. Conquer the Moon. Man kann im Weltraum World of Tanks fahren und dazu gibt es extra den ES-8 Ball, ein Kugelpanzer mit zwei Laserkanonen. Ein sehr witziger Modus und dazu gibt es auch einige Aufträge, denn ihr könnt euch eine Medaille freispielen, wenn ihr ein Gefecht gewinnt. Ihr könnt 750 Erfahrungspunkte oder ihr bekommt 750 Erfahrungspunkte und 7500 Credits, wenn ihr das Gefecht gewinnt. Das ist dahingehend interessant, dass euch keine Kosten entstehen. Die Gefechte kosten generell nichts. Wenn ihr verliert, bekommt ihr nichts, ihr verliert nichts und wenn ihr gewinnt, bekommt ihr halt, wie gesagt, die Erfahrungspunkte und das Silber. Kann man also ganz gut Silber verdienen, würde ich sagen. Und am spannendsten ist auf jeden Fall, wenn ihr 10 Gefechte von diesem Mondmodus gewinnt, dann bekommt ihr zweimal jeweils 100% Erfahrung plus 100% Erfahrung für eine Stunde und zweimal plus 200% Ersatzungsbefahrung für eine Stunde. Also diese Reserveteile, die man auch die letzten Wochen immer schon mal freispielen konnte, diesmal bloß für eine Stunde jeweils. Aber trotzdem sehr, sehr cool, würde ich sagen. Und bevor wir jetzt noch lange rumquatschen, springen wir einfach mal in den Mondmodus und schauen uns an, was Wargaming uns da hingebaut hat. Viel Spaß! Ja, liebe Panzersportfreunde, da sind wir im ES-8 Ball auf dem Mond zusammen mit Spinnenbein im Platoon. Ihr seht schon, hier ist einiges los. Da ist die Erde. Wir sehen Raumschiffe, die sich gegenseitig angreifen. Und wir haben hier eine kleine Kraterlandschaft, wo wir jetzt versuchen müssen, die Gegner in diese Lavalöcher zu schießen. Denn die Fahrzeuge selber haben sehr, sehr viele Hitpoints und die Kanonen einen sehr geringen Alpha. Es ist also eher wahrscheinlich, dass man die Leute da reinschießt. Hui! Ja, und es ist nicht so ganz einfach. Zugegebenermaßen, ich fahre hier eigentlich ziemlich verpeilt die ganze Zeit rum. Schade, den hätte man, bam, schon da reinschubsen können. Man kann auch hier wunderbar mit den Physics arbeiten, wie ihr seht. Yay, komm, fahr da rein. Mist. Und es bekommen auch alle 45 Sekunden Zufallsereignisse, die sehr unterschiedlich sein können. Es bekommen Meteoriteneinschläge, Bouncer. Jetzt schieß doch mal! Oh Mann, ey. Und ich muss auch leider zugeben, ich habe bis jetzt alle Gefechte verloren hier. Hui! Bam. Oh, wir dürfen nicht zu nah an diese Löcher, denn da ist es mir jetzt schon oft passiert, dass ich da einfach mal so reingeschossen worden bin. Irgendwie haben andere Leute immer mehr Überblick als ich selber. Ja. Bam. Hui, was war das denn? Hallo, da fliegen wir mal über die ganze Karte. Nein, ich will da nicht rein. Ja, mein Freund.
Oh, der passt nicht auf. Ja, 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 ja. Oh Gott, das ist ja mal fast selber reingeflogen. Immerhin, wir machen ein bisschen Schaden hier. Aber, sehr viel kriegen wir trotzdem nicht hin. Boah. Es steht 1 zu 3 schon wieder und, oh, oh. Gleich kommt das nächste Zufallsereignis. Bam. Impuls, was auch immer das bedeutet. Ja, 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 fall rein, fall rein. Ich glaube, das war meiner. Oder? War das mein Kill? Manchmal drehen die Fahrzeuge aber auch sehr langsam. Trotzdem ein sehr, sehr witziger Modus, wie ich finde. Die Gefechte sind absolut nicht vorhersehbar. Wobei, naja doch, dass ich halt verliere, ne? Ich weiß nicht, wie viele Gefechte es ist, aber... Jetzt fahren wir selber da rein. Na und tschüss. Ich habe keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Modus, den ihr noch bis zum Montagabend, Montagnacht fahren könnt. Könnt ihr eine Menge Spaß haben, denke ich mal. Ist auf jeden Fall eine wunderbare Abwechslung zu dem normalen World of Tanks Spaß. Na, Runde ist eigentlich vorbei, genau. Schauen wir mal, was wir hier gemacht haben. Wie gesagt, es kostet nichts, der Modus. Ne? Hier, ihr seht es. Ihr könnt halt, wie gesagt, wenn ihr gewinnt, 750 Credits verdienen, beziehungsweise auch 750 Erfahrungspunkte und 7500 Credits bei einem Sieg. Und wenn ihr 10 Siege habt, bekommt ihr ja die Bonussachen, diese Aufträge, die ihr hier oben freischalten könnt, die persönlichen Reserven. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den April-Scherzen und von dem ES8-Born-Modus haltet. Und dann sehen wir uns wieder zu einer der nächsten Runden hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.